Vereinten Nationen sprechen vom Tag der 7 Milliarden, denn nach ihren Berechnungen ist die Weltbevölkerung heute auf diese Rekordzahl gewachsen. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon nutzte die Gelegenheit, um auf den Hunger in vielen Ländern hinzuweisen. Das Jubiläumskind, so Ban, sei, wo immer es auch sein möge, in eine Welt der furchtbaren Gegensätze geboren worden. Zuvor hatten sich gleich mehrere Staaten zum Geburtsland des Kindes erklärt. Das philippinische Mädchen Danica, in Manila geboren, von Vertretern der Vereinten Nationen zur 7 Milliardsten Erdbewohnerin erklärt, symbolisch. Auch in Hannover, dem Sitz der Stiftung Weltbevölkerung, wird symbolisch gezählt, um zu zeigen, die Anzahl der Menschen wächst weiter schnell, um rund 80 Millionen pro Jahr, etwa so viel wie Deutschland Einwohner hat. 7 Milliarden Menschen sind 7 Milliarden Menschen, die versorgt werden müssen. Und das ist das Problem. Die Frage, was brauchen wir? Was brauchen wir? Ernährung ist eine Frage, aber dazu kommen auch Ressourcen. Gerade Klima, Wasser wird in naher Zukunft sehr knapp werden. Im Jahr 1804 gibt es gerade 1 Milliarde Menschen. Von 1960 an steigt die Bevölkerungsanzahl in immer kürzeren Abständen an. In manchen Regionen ist der Anstieg besonders ausgeprägt. Neue Prognosen gehen jetzt von einer Verdreifachung der Einwohnerzahl Afrikas aus. Sie wächst von heute rund 1 Milliarde auf mehr als 3,5 Milliarden Menschen im Jahr 2100 an. Das Bevölkerungswachstum lässt sich allerdings bremsen, wenn man diesen jungen Menschen Zugang zu Verhütungsmitteln und zu Sexualaufklärung bereitstellt und vor allem auch in die Bildung investiert. Denn durch gute Bildung sinken die Kinderzahlen. Danica übrigens bekommt von den Vertretern der Vereinten Nationen ein Stipendium für ein späteres Studium geschenkt. Beim jetzigen Trend ist die Weltbevölkerung im Jahr 2025 auf 8 Milliarden Menschen angewachsen. Für den morgigen Montag erwarten die Bevölkerungsstatistiker der UNO eine ganz besondere Geburt, den 7 Milliardsten Menschen. Und der könnte gut in Afrika zur Welt kommen, dem Kontinent mit dem stärksten Bevölkerungszuwachs. Und in Afrika gehört Uganda zu den Staaten, die besonders schnell wachsen. 7 oder 8 Kinder pro Familie, das ist in den Dörfern Ugandas keine Seltenheit. Wenn sich da nichts ändert, wird Uganda seine Bevölkerung in den nächsten 20 Jahren verdoppeln. Die damit verbundenen Probleme sind vielen im Lande zwar bewusst, doch die Tradition ist oft stärker. Vor allem, solange eine große Kinderschar noch immer die beste Alterssicherung ist. Das hat auch Werner Zeppenfeld bei der Suche nach dem 7 Milliardsten Erdenbürger in Uganda immer wieder gehört. Ob das nun schon der 7 Milliardste Erdenbürger ist oder noch nicht. Im Kawempe-Hospital in Kampala sind Klein Derek und Mutter Annette einfach nur Geburt Nummer 16 an diesem Vormittag. Für den Kindersegen überall im Lande gibt es plausible Erklärungen, sagt Hebamme Mary. In Afrika hatte man immer schon viele Kinder. Wenn man eins verlor, blieben noch genug übrig für das Alter. Dein Kind ist ja deine Lebensversicherung. Du brauchst es, damit es dich später unterstützt. Ob Dereks Mutter Annette schon so weit gedacht hat, steht allerdings dahin. Sie ist gerade mal 18. Ihr erstes Kind hat sie mit 16 bekommen. Nach ein paar Stunden im Mütterzimmer wird sie mit dem Baby nach Hause gehen. Ein gutes Dutzend anderer Frauen ruht sich hier mit ihren Neugeborenen ebenfalls kurz von der Entbindung aus. Die Station hat in den Slums von Kampala einen guten Ruf. Doch generell ist die Müttersterblichkeit hoch in der Stadt und besonders auf dem Lande. Bis auf eine Ausnahme sind Männer hier Fehlanzeige. Kinderkriegen ist Frauensache, da kommt Mann nicht mal zum Abholen vorbei. Auch Dereks Vater nicht. Wenn man den ugandischen Kindersegen wirklich verstehen will, sollte man früh morgens aufs Land fahren, zum Beispiel nach Mwerewe, und eine von Millionen ugandischen Normalfamilien besuchen. Die 7 Kinder haben in einer engen Kammer über und nebeneinander geschlafen und werden jetzt von Vater Richard geweckt. Während die Rasselbande ihre Morgentoilette macht, setzt Mutter Proskovia schon mal Wasser für den Frühstückstee auf. Sie ist 32. Die Kinder kamen so eins nach dem anderen, sagt sie. Vater Richard bewirtschaftet eine angrenzende Parzelle Land. Davon lebt die Familie. Überschüsse werden auf dem Markt verkauft. An guten Tagen kommt so 1 Euro Bargeld in die Familienkasse. Timothy und Joshua sind noch zu klein, um mitzuhelfen. Aber Joel kümmert sich um die Ziegen.
James, der Erstgeborene, schneidet Gras und Joanne, die Zweitälteste, macht den Abwasch. Kinder haben Hände, um anzupacken, findet Vater Richard und fühlt sich reich beschenkt in seiner Armut. Als ugandischer Mann will ich möglichst viele Kinder haben. Je mehr, desto besser. Ohne Kinder nimmt mich keiner für voll. Und wer Land hat, kann sich ja auch ernähren. Bei aller Liebe, Proskovia geht das zu weit. Frauen werden ja nicht gefragt, wie viele Kinder sie gerne hätten. Und wenn man von den ständigen Schwangerschaften die Nase voll hat und vielleicht heimlich Verhütungsmittel nimmt, dann fragen die Männer sofort, warum kommt denn da nichts mehr? Die Probleme bleiben vor allem bei uns Frauen hängen. Und bei den Kindern selbst. Niemand fragt sie, ob sie wirklich mit sechs oder mehr Geschwistern unter solchen Bedingungen aufwachsen wollen. Und jeder zweite Uganda ist inzwischen unter 15 Jahre. Eine soziale Zeitbombe, findet der 16-jährige James. In Uganda haben wir einfach viel zu wenig Land, um dauerhaft so viele Kinder produzieren zu dürfen. Und außerdem gibt es für all diese jungen Leute doch nicht genug Jobs. Joanne, die Zweitälteste, hat für sich beschlossen, dass vier Kinder reichen müssen. Wenn es nicht zu viele sind, kann ich sie besser ernähren und kleiden und vor allem ihre Schulgelder bezahlen. Vater Richard kann diese Einwände überhaupt nicht verstehen. Er will mindestens noch zwei weitere Kinder haben. Proskovia lacht, mit ihr jedenfalls nicht. Dann eilen die fünf Ältesten zur Schule, an der heute ein besonderer Tag ist. Die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung ist mit ihrem Aufklärungsbus vorgefahren. Problematische Traditionen knackt man nur hier, sagt David Kafumbe. Der Schlüssel zur Veränderung ist Bildung. Eine nationale Studie hat gerade erst wieder bestätigt, dass Menschen mit mehr Bildung weniger Kinder kriegen. Und die, die acht und mehr Kinder haben, sind fast immer jene, die frühzeitig die Schule abgebrochen haben. Wo immer die Stiftung auftaucht, rückt Sexualaufklärung verstärkt auf den Stundenplan. Lehrer Simon und seine Klasse gehen das vernachlässigte Thema Familienplanung ziemlich ungeniert an und auch kritisch. Schülerin Maria beklagt fehlende staatliche Hilfen. Viele Erwachsene verhüten nicht, weil es immer noch zu wenig Beratungsstellen gibt, wo sie sich mit den geeigneten Methoden vertraut machen könnten. Durch den Applaus ermuntert, legt Maria noch eine brisante Erklärung nach. Da wollen etliche auch, dass ihre eigenen Clans größer und mächtiger sind als andere, damit alle denken, wow, das sind aber viele. Wow, that clan has many people. On political side. Im politischen Raum steht ja sogar unser Präsident für diese Meinung. Der findet, je mehr Einwohner sein Land hat, desto mehr Wählerstimmen kriegt er. Zurück im Kawempe-Hospital in Kampala. Hebamme Mary schaut noch mal nach Annette und Derek, bevor sie als Letzte heute entlassen werden. Optimismus am Ende eines geburtenreichen Tages. Ich bin mal zuversichtlich, dass vor allem die jungen Frauen ihre Kinderzahl künftig reduzieren werden. Das braucht Zeit, aber es gibt doch keine Alternative. Wir müssen einfach zu kleineren Familien kommen. Und dann will Mary wissen, wie die schüchterne junge Mutter das sieht. Sie will bei vier Kindern aufhören, sagt sie. Wenn er nicht so weitermacht, wäre das mit 22. Da zweifelt man schon, ob Klein Derek am Ende wirklich nur drei Geschwister haben wird. Und wenn alle so weitermachen wie bisher, wird die Weltbevölkerung alle 12 Jahre um 1 Milliarde Menschen wachsen.